Hallöchen, ihr Lieben, wir haben heute einen Interviewgast für euch eingeladen. Er ist sogar schon da, ihm geht's spitze und Joel, wir starten ja. gleich mit den Fragen hier rein. Du bist der Erste, den wir von den Prince Charming Boys im Interview haben. Und wir wollen alles aus dir rauskitzeln. Ja, was eine Ehre. Als allererstes, um mal irgendwie reinzukommen ins Thema, kannst du uns ganz kurz zusammenfassen, wie deine Bewerbung abgelaufen ist, ob du irgendwie durch irgendwen motiviert wurdest oder so und was deine Intentionen waren für die Teilnahme. Ich habe mich aus drei Gründen beworben. Der erste Grund war, dass ich mich nach Corona oder so zum Höhepunkt von Corona endlich mal wieder mit fremden, wirklich komplett fremden Menschen auseinandersetzen wollte. Und ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich halt online schon viel mitbekommen habe, wie die Community sich danach zusammengeschlossen hat bei den anderen Staffeln, dachte ich mir, ey, komm, das machst du einfach. Und ja, ich dachte mir, komm, bewirb dich. Ich bin jemand, der lernt extrem gerne Menschen halt kennen auf persönliche Art. Also nicht irgendwie von Display zu Display oder durch die Kamera. Und euch jetzt schon. Ich kann auch von mir sagen, ich habe total vergessen, Kompromisse einzugehen, so in den letzten Jahren. Durch Corona auch, also durch diese Unsozialisierung quasi. Und ja, hat mir da auf jeden Fall wieder extrem geholfen. Und der zweite Grund war einfach die Community, die sich danach schließt. Und das ist super, meine Erwartungen genau erfüllt. Und der dritte Grund ist natürlich, jemanden lieben zu lernen, ne? Und da hab ich in anderen Interviews schon gesagt, da bin ich auch ganz ehrlich, da habe ich mich nicht nur auf den Prinzen fokussiert, ne? Gab es denn jemanden, der dich als allererstes dort beim ersten Mal sehen schon so ein bisschen gecatcht hat von den anderen Kandidaten? Vielleicht auch Rein optisch? rein optisch. Ich bin ja eigentlich kein Mensch, der so Wert auf die Optik legt, beziehungsweise der da so oberflächlich ist. Ne? Bei mir ist das so wirklich das Gesamtpaket. Und Interesse haben auf jeden Fall, beispielsweise, also Interesse war da beispielsweise bei Leon direkt. Aber bei mir gibt es auch so drei Faktoren, die einen Mann oder einen Menschen für mich sexuell und romantisch unattraktiv machen. Und das ist einmal, wenn ich denjenigen schon in Freundschaft einkategorisiere. Wie das bei mir passiert, keine Ahnung, das ist aber da. Also Wenn Gleichstempel drauf, geht es schnell? das geht voll schnell bei mir. Und das war tatsächlich bei den Jungs direkt so. Okay. Und genau, der Freundschaftsstempel. Und dann gibt es halt noch, wenn er hetero ist, dann ist er für mich auch komplett raus und auch in der Hinsicht unattraktiv. Und wenn er vergeben ist. Und das sind so die drei Faktoren bei mir. Bitte? Hat gar keinen Reiz mehr für dich, weil es ist ja gerade. Würde ich jetzt mal so grob oder frech reinwerfen, dass das ja auch für verschiedene Leute ein bisschen einen Reiz haben kann, sich an Vergebene oder an Heteromänner auszuprobieren. Aber da sagt Ja, aber da. man ja. Ja, das ist dann aber dann nicht auf romantische oder sexuelle Ebene. Das ist dann vielleicht so, okay, ich habe jetzt gerade Bock, mit jemandem rumzumachen auf irgendeiner Party oder so. Aber nichts, wo ich sagen würde, boah, da hänge ich jetzt einen Angel dran. Also du denkst dann auch schon langfristiger und sagst hier für was Kurzes oder keine Ahnung, ist er jetzt eh erstmal raus. Gibt es denn auch Leute, die bei dir aus der Friendzone wieder rausgekommen sind oder einmal Freundschaftsstempel sofort weg? Boah, tatsächlich gab es das noch nie. Ah ja. Krass, hat mich aber auch noch niemand gefragt. Ja, dann wird es vielleicht mal langsam Zeit. Vielleicht kann sich halt noch mal jemand ins Zeug legen bei Ja. dir. Ja, vielleicht. Ja. Hättest du dir die Prinzenrolle zugetraut oder hast du gleich gesagt, ich möchte Kandidat werden und mehr nicht? Martin lacht so über Prinzenrolle. Ich habe, glaube ich, auch noch welche im Schrank. Ja. Hashtag Werbung. Nein, hätte ich mir nicht zugetraut. Also was heißt zugetraut? Ich hätte mich da nicht in die Rolle rein versetzen können, glaube ich. Aber ich Echt? weiß es nicht. Also wurde ich beim Casting gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte. Aber da habe ich schon gesagt, nee, da sehe ich mich erst. Also bin ich da viel zu jung für, glaube ich. Keine Ahnung. Weil ich stelle mir das irgendwie doch cringe vor, wenn ich da
als 24-Jähriger reingeht, klar werden die KandidatInnen so ausgewählt, dass es zu dir passt, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin da drin und dann steht da ein 37-Jähriger, das wäre schon, weiß ich nicht, wäre auf jeden Fall der erste, keine Ahnung, den ich rauswählen würde. Ich weiß es nicht, aber nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Ja, so dieser Hauptfokus, diesen Hauptfokus, da hätte ich gar keinen Bock drauf, glaube ich. Und ich meine, die allein die Videos, die der Charmings-Kanal jetzt hochlädt, wie Fabian durch die Villa läuft, weiß ich nicht. Sehe ich mich auch nicht so. So. Vielleicht in 10 Jahren. Ja, ich zeige euch jetzt mal die Küche hier. Nee. Ja, 10 Jahren vielleicht. Ja, wer weiß, wie es da aussieht, wenn du noch nicht vergeben bist, natürlich. Das wäre an der Stelle. Wenn man jetzt mal, oder wenn du dich mal zurückversetzt in die Zeit davor, wie hättest du dir denn den perfekten Prinzen vorgestellt? Hättest du irgendwelche Rahmenbedingungen, wo du gesagt hättest, da springe ich direkt drauf an? Ja, absolut. Also optisch, wie gesagt, kann er blond sein, er kann braunhaarig sein, er kann BPOC sein, sonst da habe ich überhaupt nicht und das würde ich auch niemals einkategorisieren. Das gibt es bei mir einfach nicht. Was mir extrem wichtig ist, sind Charaktereigenschaften wie Offenheit, dass er mir Zuversicht schenken kann, also ein Optimist ist, darf aber auch Pessimist sein. Ja, Ehrlichkeit, Loyalität und Achtsamkeit. Also das ist auf alle Bereiche, auf mich, auf die Zivilgesellschaft, also Zivilcourage zeigen, so Sachen, ne? Für jemanden einstehen und nicht irgendwie alles hinnehmen und alles für selbstverständlich halten, sondern Wertschätzung zeigen. So Sachen sind mir extrem wichtig und damit bekommt man mich auch. Komm, stelle ich mir eigentlich gerade dieses Achtsamkeit auf alle anderen Bereiche ausgeweitet, auch relativ schwer vor, das in der Villa so richtig festzumachen und auszumachen. Es gibt bestimmt so ein paar Punkte, wo man das erkennen kann. Aber das sind ja auch nochmal Punkte, die man irgendwie bedenken muss, wenn man sich dann entscheidet und was ja draußen ganz anders sein kann. Ich weiß nicht, so runterreduziert kann es auch sein, so, oh, Joel, ist dir kalt? Möchtest du ein Deck haben? Ja, auf ne? Oder dein Glas ist leer, soll ich dir einen Drink holen? So Kleinigkeiten. Ja, ja, du hast vorhin schon angesprochen, dass dir das optisch oder das oder generell, dass du jetzt gar nicht so die Boxen jetzt für dich hast, die hier abgehakt werden müssen. Es gab ja Gerüchte über Fabians, ich sag mal, früheres Datingverhalten auf anderen Plattformen und so weiter. Das wollen wir jetzt gar nicht so direkt nochmal aussprechen, aber hättest du das vorher gewusst, vor deiner Teilnahme oder schon während deiner Teilnahme, hätte das irgendwas mit dir gemacht oder verändert? Hätte ich das persönlich gesehen, hätte ich ihn auf jeden Fall darauf angesprochen und wie seine Sichtweise ist. Wir wissen alle, Gay-Dating ist in der Regel sehr oberflächlich, ne? Vor allem, wenn man Dating-Apps benutzt. Ich selber habe seit dem 1.1. tatsächlich keine mehr und benutze auch keine mehr. Und hätte ihn auf jeden Fall definitiv darauf angesprochen. Genau, weil das ein absolutes No-Go ist. Also die Vorwürfe, die da gesagt wurden oder aufgestellt worden sind, die finde ich schon sehr krass und ja, hätte ich ihn auf jeden Fall darauf angesprochen und wie das gemeint ist, weil es gibt ja auch Menschen, die denen das einfach nicht bewusst ist, was sie gerade sagen und ich kann mir auch vorstellen, dass in der Hinsicht, wenn es stimmen sollte, dass er einfach nicht aufgeklärt genug ist, genug aufgeklärt ist, so. Ja, hast du denn irgendwie... Oder war? Auch im Nachhinein, falls man das jetzt sagen kann, weißt du, ob da irgendjemand nochmal das Gespräch mit ihm gesucht hat zu diesem Thema? Ich glaube, da würde ich jetzt zu viel verraten. Okay, dann. Ich glaube, da würde ich zu viel verraten. Wir können das so stehen lassen, vielleicht kommt ja nochmal irgendwas. Meinst du dein Datingverhalten? Wie würdest du dich denn eher als Jäger oder eher zurückhaltend? Ich finde es sehr lustig, dass das so viel thematisiert wird in der Staffel. Also Jäger war jetzt kein gängiger Begriff für mich, aber möchtest du eher erobert werden oder möchtest du erobern? Wenn ich mal zurückblicke, bin ich eher der Eroberer. Und gehe auf die Leute zu, also Szenario Club, ich gehe auf die Personen zu, die mir extrem gefällt, am besten mit Bier in der Hand oder wie auch immer und ja, selbst wenn dann nachher nichts raus wird, trinken wir trotzdem das Bier zusammen, ne? Aber ich bin schon der die Initiative ergreift und der auf Leute zugeht.
war das denn dann da für dich in der Villa schwieriger, das zu machen, weil halt alles, weil wie ist ja eigentlich wie ein Haifischbecken. Mhm. Er kommt da rein, macht sofort so, ich hier, aber ich habe mich zuerst angemeldet. Fiel dir das schwerer? Es war tatsächlich schwer. Also das fällt mir normalerweise nicht schwer, aber die Situation ist schon eine komplett andere. Also du bist da mit ganz anderen Emotionen direkt dabei und möchtest aber auch niemandem irgendwie vorweggreifen und lässt das auch erstmal, du hast ja auch gar kein Zeitgefühl, ne? Und du denkst ja gar nicht dran, okay, vielleicht haben wir nur noch 5 Minuten, sondern ich bin extrem entspannt und hab's halt einmal so fließen lassen. Das war auch der Grund, warum ich quasi der Letzte war, der mit ihm gesprochen hat. Also ich habe auch ein bisschen mehr mit ihm gesprochen, als gezeigt wurde, ganz klar. Aber ich habe das alles einfach auf mich zukommen lassen. Und das hätte ganz klar auch mein Aus sein können in der ersten Folge natürlich. Ja, aber das ist da schon ganz anders als Szenario Club. Ja, Ausnahmesituation. Voll. Findest du, dass du ausreichend in deiner Persönlichkeit bis jetzt dargestellt wurdest, weil du tauchst ja sehr wenig auf, bist aber vom Publikum anscheinend ganz weit vorne angesehen, was ja erstmal eine, also wenn du ausreichend dargestellt wirst, ist ja cool, aber wenn du gar nicht so bist, wie du gezeigt wirst, dann erwartet uns ja vielleicht sogar noch was. Also die Leute sehen, aber anscheinend sehen die Leute oder die ZuschauerInnen auf jeden Fall extrem gerne Menschen am Buffet stehen. So, das bin ich halt, ne, komplett. Also wenn man mich gezeigt hat, in der ersten Folge war ich am Buffet, meine Mom auch ruft mich an und sagt, Joel, da bist du schon wieder am Essen. Und da bist du schon wieder am Essen. Ja, so kennt man mich. Nee, ich bin auf jeden Fall extrem zufrieden, so wie ich bis jetzt gezeigt wurde. Es gab auf jeden Fall coole Momente und sehr, sehr viel coolere Momente, auch mit den anderen Jungs zusammen, die man jetzt reinschneiden können. Also zum Beispiel bei der Poolparty, da haben wir Wasserwrestling gespielt. Also waren wir auf Fabis Schultern und haben gegeneinander gekämpft und so Sachen. Wir haben ein kleines Turmspringen gemacht. Alessandro kann Figuren machen und dann ins Wasser springen. Das ist unglaublich. Also es, ne, wenn ProSieben auf ihn zukommt mit Turmspringen da sofort. Es waren auf jeden Fall viele coole Momente. Man merkt, dass sich da halt auf Szenario Marcel Markus, ne, oder Markus konzentriert wurde. Aber ja, sonst wurde ich auf jeden Fall dargestellt, wie ich bin. Und das habe ich auch von meinem engsten Umfeld genauso gesagt bekommen. Und die Nachrichten habe ich mir sogar gescreenshottet und ausgedruckt tatsächlich. Warum auch immer, aber da stand einfach, Joel, du bist genauso, wie wir dich kennen. Und das ist super. Und da auch kleines Dank an RTL, dass die mich da so gelassen haben und mir, ich sag mal, keine Rolle oder eine positive Rolle zugeordnet haben. Aber ich kann auch von mir behaupten, dass ich absolut kein Material geliefert habe, wo man mich irgendwie in eine Ecke hätte drängen können. Das ist ja immer, man sagt dann oder man hört oft, ja, so schlimm war es gar nicht. Und wir denken uns dann immer, na ja, aber das, was gezeigt wurde, hast du ja trotzdem gesagt. So, vielleicht halt nicht in diesem, also so nah beieinander, aber nichtsdestotrotz ist man ja eigentlich auch irgendwo trotzdem so. Und eigentlich ist es auch das schönste Kompliment, was du bekommen kannst von deinen Freunden und Ängsten, ja. Nächsten, dass sie sagen, hey, so authentisch, alles wunderbar. Ja. Mir auch so vorstellen. Und du hast ja auch schon Markus angesprochen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Thema, was jetzt hier aktuell noch so am meisten pulsiert. Ja, es schwebt irgendwie so mit über die Folgen. Seit Folge 1 zieht sich ja Markus durch, aus unterschiedlicher Sicht auch kann man es ansehen. Wie stehst du vielleicht auch erstmal angefangen zu dem Move, den er am Anfang gemacht hat und dass sich das so daraus ergeben hat? Gab es da richtig zwei Fronten oder wurde das mehr ausgeschlachtet, als es war? Also ich persönlich, ich habe ja auch ein Reel dazu hochgeladen, also ein kleines Statement. Ich persönlich habe es nicht als schlimm empfunden, dass Markus diesen Move gemacht hat, weil das ist das Game. So, das ist das, was dieses Format auch von dir verlangt. Das ist einfach so.
Und das ist deine Chance. Und er hat seine Chance genutzt und hat in dem Moment einfach nicht mitbekommen, dass sich noch nicht alle vorgestellt haben. Dann ist es auch so, eine Emotion habe ich gerade schon angesprochen, du bist da in einer ganz anderen Denkweise. Und er hat sich getraut, diesen Schritt zu wagen und hat wahrscheinlich dann auch schon weitergedacht und wollte ihn da mitziehen. Und das ist völlig okay. Nachher hat Alex das ja auch noch so ein bisschen gedreht und gesagt, hey, wir wollen uns auch noch vorstellen. Alles cool, ne? Ja, und natürlich ja, wurde die Situation dann direkt von Marcel genutzt. So. Und ja, und darauf wird jetzt aufgebaut. Ja, er hat sich schon ein bisschen auf ihn versteift dann irgendwie, hatte man zumindest als Zuschauer das Gefühl. Und für mich war es so ein bisschen schwierig auszumachen, wie steht denn jetzt die Gruppe, der Rest zu Markus? Weil irgendwie hört man dann immer, dass sie so ein bisschen über ihn lästern oder sich aufregen, wie er sich gibt. Andererseits weint er dann aber auch und stellt sich eigentlich euch allen auch gleich nach diesem zweiten oder ersten Date, wo er da so ein bisschen das alles falsch erzählt hat oder aufgefasst hat, hin und sagt, hier, so war das eigentlich gar nicht und bla bla bla, was dann eigentlich schon auch wie eine vertraute Situation wirkte. Also wir waren alle sehr vertraut miteinander, ne? Also unser Motto da drin war wirklich, we all in this together. Und wir haben auch von Anfang an gesagt, hey, wenn jemand für sich sein möchte, dann sucht er sich eine Ecke und keiner spricht ihn an und derjenige wird in Ruhe gelassen. Und ja, Markus, also ich war auf jeden Fall eine Bezugsperson für Markus. Er hat mit mir über vieles gesprochen. Ich war auch oft seine erste Anlaufstelle. Und Markus ist da halt, wie wir alle, durch eine komplette Achterbahn gefahren. Ne? Also Emotionen oben, dann unten, oben, unten. Und man hat schon gemerkt, dass, wie wir alle, aber Markus hat es halt noch mal mehr geäußert, weil Markus ist jemand, der äußert seine Emotionen direkt und das ist auch super. Das machen andere von uns auch, ich auch. Die einen vielleicht ein bisschen bedachter, die anderen ne, nicht und plaudern direkt. Und ja, Markus war halt ein bisschen mit seinen Emotionen da drin überfordert und ja, dann gab es mal diese Momente, okay, jetzt finde ich Fabi toll, aber jetzt mit den Aussagen, puh, und jetzt dadurch, dass er mich zum Date eingeladen hat, oh, wieder super Hoffnung, das geht durch uns alle durch. Und Markus war da halt im Fokus, ganz klar. Schön war es natürlich, dass er sich dazu entschieden hat, nach mehreren Gesprächen mit mir und mit Alessandro und keine Ahnung, Einzelgesprächen, die leider nicht gezeigt worden sind, weil da meiner Meinung nach auch wichtige Dinge besprochen wurden und wir ihm dann auch so den Rat gegeben haben, hey, trommel doch jetzt mal alle zusammen und dann klären wir das jetzt alle mal untereinander. Und ja, das war ein super Move und ja. Hat uns auch Also voll. Wir können uns da auch nur positiv für ihn aussprechen. Wir haben in Folge 1 gesagt, das muss man sich ja auch alles erstmal so trauen und verwerflich fand ich eigentlich wenig von ihm. Er ist halt einfach mal ein anderer, hat eine andere Herangehensweise, die ja auch schön ist mit anzusehen, dass es nicht, dass er nicht genommen werden muss vom Prinzen, sondern auch mal die Initiative ergreift. Total. Eben. Und ich sag mal, wir sind ein Reality-Format, was auch ne schon Grenze Trash. Natürlich ist ja immer so dieser kleine Zwiespalt zwischen Trash und Reality oder ist ja beides immer parallel miteinander und es war halt wirklich der einzige Trash, der bei uns stattgefunden hat. Weil, wie gesagt, we all in this together und wieso sollen wir uns da drin bekriegen untereinander und uns als Community da so ein bisschen zerstören und Angreifer machen, wenn wir außerhalb der Villa noch nicht zu 100% akzeptiert werden. Ja. Und das hatten wir alle mal vor Augen und das waren unsere ersten Regeln, die wir da als Gruppe aufgestellt haben. Genau. Was wir an den Prince- und Princess-Formaten ja eigentlich immer so schön finden, dass der schlimmste Streit oder das schlimmste Drama, was da passiert, eigentlich noch so wenig schlimm ist. So im Gegensatz zu den ganzen anderen Formaten, was da alles so passiert. Also es ist sehr angenehm zu gucken und auch sehr menschlich. Und na und der Zusammenhalt, der wird ja auch deutlich. Ich denke, dass dort selten einer rausgegangen ist, der gesagt hat, es ging gar nicht die Zeit für mich. Es ist ja das, was man von euch so hört, ist ja eigentlich eine schöne Lebenserfahrung, die ihr immer so schildert. Ja. Bist du denn auch die Person, mit der du dich dort am besten verstanden hast in der Villa oder gab es noch andere, die du so zu deinen Enten zählen würdest? Ich bin
ehrlich, also die Ängsten waren, also wir waren alle sehr eng miteinander. Also wir waren alle kaddelmäßig unterwegs. Also wir lagen immer irgendwie auf dem Haufen übereinander, wie so ein Haufen Wäsche. Oder im Pool zusammen oder in der Hot Tub, in der Hängematte. Da sind auch voll viele Leute mal aus der Hängematte gefallen. Vielleicht sieht man das in den nächsten Folgen. Das ist so lustig, wirklich. Gut, wir haben auch, ich glaube, um 9 Uhr morgens angefangen zu trinken. Naja. Oh, Sport. Nach dem Sport mit Manu. Lach-Yoga. Ja, also meine krassesten Bezugspersonen waren auf jeden Fall Leon. Also dem, mit dem, das war auf dem Boot, wir hatten unseren Eyecatch und wir sind wie zwei bei der Geburt getrennte Brüder. Süß. Und das ist heute auch noch so, ne? Sie haben momentan in Miami. Ich bin am überlegen, ob ich meinen Geburtstag in Miami verbringe, bei ihm. Klar, da gibt es Schöneres, glaube ich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Nee, und ansonsten konnten wir uns alle austauschen. Alex aus Duisburg, da war auch direkt so die Ruhrpott-Verbindung, ne? Und Dennis S., Dennis O., Basti, Sri, Sam, das waren alles irgendwie Verbindungen, die hatte man. Ja. Schön, klingt fast zu schön, um wahr zu sein irgendwie. Also ja, wirklich. Wie lange wart ihr dort? 2 Wochen oder so? Wie lange gehen die? Der ganze Mai. Aber da ist der ja, ganze Mai. Wenn du die ganze Zeit so gute Freunde auch irgendwie um dich hast, sage ich mal. Oder zumindest absolut. Dort. So. Absolut. Nicht schlecht. Ja, vor allem man ist halt untereinander. Also man kann nicht mal eben einen Wutpost absetzen oder seiner besten Freundin oder seinem besten Freund schreiben, ey, der geht mir voll auf den Sack oder so. Ja. Sondern du musst es mit den Personen ausmachen. Das war einer meiner Gründe, warum ich mich beworben habe. Ich möchte kompromissfähiger werden. Ich möchte wieder ich möchte einfach mein Weg zum Realisten anstatt zum Idealisten irgendwie fortführen, weißt du? Oder wisst ihr? Und ja, das hat da super funktioniert und ja, wir haben alle auf der Basis auf jeden Fall gematcht. Auch schön, dass du das für dich so, dieses ganze Format auch für diese Persönlichkeitsentwicklung nutzen konntest und dir auch schon vorher gedacht hast, dafür möchtest du es auch nutzen. So. Also das habe ich. Voll, ich habe mich. Oh. Nö. Ich habe mich, glaube ich, das war der Punkt, ich habe mich das erste Mal in meinem Leben nach meiner Therapie etwas kennengelernt. So, und da, das war so mein zweiter Rucksack, den ich abgeworfen habe. Das war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich mich, glaube ich, in meinem Leben richtig, richtig kennengelernt habe. Ich habe neue Seiten an mir kennengelernt. Ich habe mich komplett neu kennengelernt. Und ich glaube, ich habe es einfach gebraucht, um einfach mal von, ich sag mal, Gleichgesinnten den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Konntest du das? Das habe ich absolut gebraucht. Noch nachhaltig jetzt anwenden, das Gelernte, oder ist das nach der Bubble irgendwie da geblieben? Nee, absolut. Also ich habe, wie gesagt, mir wurde im Haus bewusst, was meine Aufgabe im Leben ist, warum ich hier bin quasi. Ich habe eine Story und die reicht von meiner Kindheit bis heute tatsächlich. Das sind mehrere Stories, ganz viele Steine, die mir in den Weg gelegt wurden. Und ich glaube, ich bin heute einfach dafür da, um anderen zu zeigen, du kannst es trotzdem schaffen. Und da wird auch noch ein bisschen kommen in der Zukunft, sage ich mal, sowohl bei Prince Charming als auch außerhalb zu dem Thema. Und genau, mein Ziel ist es ja irgendwann, vielleicht in Verbindung mit irgendwelchen Vereinen oder selber einen Verein zu gründen, mit Riccardo Simonetti, mit der Initiative, irgendwann einen queeren Safe Space zu schaffen für junge queere Leute wie Basti zum Beispiel, die zu Hause keinen Safe Space haben, die wenig Motivation haben, dann ihre Existenz selber zu gründen, oder auch auf der Arbeit einen Coworking Space schaffen und sich einfach ihre Existenz aufzubauen, damit die irgendwann sicher leben können. Und das ist irgendwann mein Ziel, so ein Gebäude zu haben, wo ganz viele junge Menschen sind, die einfach nirgendwo einen Safe Space haben, aber dort. Klingt wirklich schön. Ich hoffe, dass du das für dich auch realisieren kannst. Besser früher als zu spät. Wir wollen aber gerne nochmal, wir müssen noch eine Frage zum Prinzen stellen, weil wir haben dich, bitte. Wir haben mit dem Prinzen noch nicht so oft gesehen.
in den Folgen. Und uns würde am meisten interessieren, dass Fabian hat ja gesagt, für ihn wäre es eine Option, nach 5 Jahren oder wie lange auch immer, vielleicht die Beziehung auch zu öffnen, wenn das beide wollen. Wie findest du das? Wäre das auch für dich eine Option, egal jetzt mit wem? Absolut. Okay. Absolut. Also das ist, glaube ich, ein Prozess, der läuft einfach mit. Und wenn man da auf dem Stand ist, ich meine, das kann ja auch sein, dass Fabi in 5 Jahren auf dem Stand ist, hey Joel, wir öffnen unsere Beziehung, oder ich sag dann, sorry, bin ich noch nicht weit genug für, ne? Das kann ja auch sein. Dann zieht man die Konsequenzen raus oder wie auch immer, oder denkt weiter, aber absolut, da bin ich komplett offen. Da bin ich auch nicht so eingeschränkt. Ich bin offen für irgendwelche Beziehungsformen. Schon mal gut, dass es kein Ausschlusskriterium ist. Mhm. Nee. War das in der Villa, weil für uns wirkt es jetzt so, als würden auch alle Leute in der Villa schon denken, oh, Basti ist hier auf der Eins, gerade jetzt nach seinem Einzeldate zu dem Geburtstag, da wird auf jeden Fall gebügelt. War das wirklich so, dass die Gesamtstimmung in der Villa so gedrückt war und eigentlich gefühlt niemand mehr so dachte, oh, da komm ich eh nicht mehr ran? Also einmal zur Gesamtsituation. Wir haben uns immer für alle gefreut. Also auch der kleine Applaus, den wir da erfolgreich von Anke Engelke eingeführt haben. Shoutout. Das war alles real. Also wir haben uns für jeden gefreut, der einen Kuss bekommen hat, der irgendwie ein Stückchen näher rangekommen ist oder wie auch immer. Für mich persönlich hatte ich bis zu dem, was man bis jetzt gesehen hat, wirklich wenig Gespräche oder immer so zwischendrin irgendwelche Konversationen mit Fabi, aber wirklich noch kein richtiges Einzelgespräch. Und da fragt man sich natürlich schon, okay, du bist hier von Woche zu Woche weitergelassen, aber warum? Mhm. Da ist, ne, wir kennen uns ja noch gar nicht. Ich höre die Infos von den anderen und mache mir mein Bild von ihm. Und such die Gespräche quasi, aber da kommt irgendwie noch nichts. Und da fragt man sich natürlich, okay, wo ist der Grund, warum wir jetzt noch hier sind? Und dann, der Gedanke kommt automatisch, ne? Also nicht, weil man irgendwie eine unterwürfige Person ist oder so und die Suche nach Anerkennung da stattfindet, sondern weil du einfach wirklich siehst, hey, andere sind viel, viel weiter. Andere sind viel, viel weiter und wir sind alle toll und da lässt er Leute raus, die vielleicht auch schon weiter waren als du und du bist noch drin. Wo ist der Grund? Ne? Und das begleitet einen natürlich. Ja. Wahrscheinlich auch immer größer diese, ich sag, Sorge ist jetzt falsch, aber so diese Frage im Kopf, wenn man dann immer noch hört, oh ja, das war so mega schön bei mir, das Übernachtungsdate, du denkst dir so, wo ist überhaupt erstmal jetzt so meine Zweisamkeit mit ihm, so die erste? Ja, du kannst es ja auch wahrscheinlich gar nicht, also erstmal überhaupt nicht beantwortet kriegen und auch gar nicht rauskriegen aus dem Kopf, weil du ja auch aus der Blase nicht raussteigen kannst und dir irgendwo ablenken kannst. Also es fühlt sich, fällt hier gleich was um, es hört sich nach fast schon Stress an, den man auch in der Situation empfindet, oder ist es bis dahin noch, konntest du für dich noch ein bisschen Freiraum finden und auch genießen? Ich konnte auf jeden Fall Freiraum für mich finden und Stress ist, es ist kein bewusster Stress. Natürlich verarbeitest du das und was dein Körper oder deine mentale Gesundheit damit macht, das merkst du dann. Ne? Gibt ja auch viele, die haben, weiß ich nicht, die erbrechen, wenn sie unter Stress stehen oder so, aber so krass war es jetzt bei mir nicht. Ja, und deswegen, man holt sich da schon selbst runter und auch durch die dieses eine Wort hat gefehlt, das eine Wort. Man kommt da schon runter und das ist jetzt auch nicht, vor allem wenn man weitergelassen wird, dann ist auch erstmal dieses und man hat ja dann irgendwie schon so eine Routine für sich, so morgens aufstehen, Sport mit Manu in den Pool. Das war wirklich krass. Teilweise stand Manu um 6 Uhr morgens an meinem Bett und sagte, hey, sollen wir Sport machen? Man hat seine Routine und denkt sich, okay, da kommt ein Date und dann irgendwann die Entscheidung. Aber bis dahin bist du ja erstmal du und weiß ich, du kannst jetzt erstmal noch ausatmen. Ja, aber wenn man da steht und man guckt ihm in die Augen, das ist schon so, okay, auch eine ungewohnte Situation gewesen, an die ich mich auch
von Nacht zu Nacht nicht gewöhnt habe. Das glaube ich, stelle ich mir mal richtig, also so Bauchschmerzen bereitend irgendwie vor, diese ganze Situation. Hast du irgendwie, hat man da ein Zeitgefühl, wie lange diese Gentleman Night geht? Wenn man immer nicht aufgerufen wird, dann ist man irgendwann der Letzte oder Vorletzte, denkt sich ja auch so, oh, wie kann es sein? Also, und da ist ja noch nicht mal die dramatisch hinterlegte Musik bei, ne? ja, auf jeden Fall. Du verlierst das Zeitgefühl da, weil du hast einfach keine Uhrzeit quasi, ne? Es wurde auf jeden Fall lange gedreht und ich glaube, in irgendeinem Interview mal auf so ein iPad gedunst zu haben und da, ich glaube, das war die erste Nacht, da hatten wir 5 Uhr morgens und am nächsten Tag gefühlt um 9 Uhr wieder aufgestanden. Aber jetzt sind wir ehrlich, wir wissen ganz genau, mit was für Mitteln da Produktion arbeitet, ne? Also wenn man mal Lianas Video nochmal ein Recap hat, da spielt Schlafmangel eine Rolle und so. Wir durften, Gott sei Dank, durften wir Mittagsschlaf halten. Ich glaube, wir sind die einzige Sendung, die Mittagsschlaf halten darf. Ja. Oder wo es zugelassen wurde. Aber man verliert auf jeden Fall das Zeitgefühl. Du stehst da nämlich und dann ist es ja nicht direkt, Joel, komm nach vorne. Sondern da sind ja auch Schnittzeiten bei, ne? Die mit eingeplant werden, was auch extrem Sinn macht. Deswegen hast du kein Zeitgefühl. Aber gerade das stelle ich mir auch manchmal so vor, so ein bisschen unangenehm vor, wenn man dann da steht und sich so denkt, es sagt keiner was. Weil der Zuschauer weiß, okay, die müssen jetzt warten, aber da steht auch Fabian da vorne, ist so, ist so alle. Das Lachen zurückhalten, also ich bin ein Mensch, ich kann sehr, sehr oder wirklich so in allerletzten Ernsthaftigkeitsmomenten ernst bleiben. So, und Leon genauso. Und wir waren wirklich wie SpongeBob so. Weißt du, was noch lustiger ist als 24? Nein, was denn? 25? So, ne? Und dann hast du manchmal gehört, Joel, guck nach vorne. Okay, so. Joel, Leon, auseinander. Auf dem Bild? Wirklich so auseinandergesetzt. Das werden wir die nächsten Folgen beobachten, ob ihr ganz rechts und ganz links steht. Ob wir noch zusammenstehen dürfen. In der Schule früher, vor die Tür und die Klinke runterhalten. nee, so war es auf jeden Fall. War auf jeden Fall witzig, aber da ernst zu bleiben, ist dann wirklich schwer. Und dann hast du dann auch so Side-Effects wie den Wind von Rodos noch in den Augen und dann fängt dein Auge an zu drehen, wie Fabis Matschauge in der letzten Folge. Das hat ja getränt ohne Ende und du hast ihn die ganze Zeit auch nur gesehen mit so einem Handtuch, mit so einem Taschentuch. So. Und so viel kommt dazu, Scheinwerferlicht, da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen. Aber irgendwann wurde natürlich, ging es immer schneller, wobei wurden ja auch immer weniger. Ja, deswegen, ja, Gewöhnungssache. Und hast du dich dran gewöhnt? Also hättest du auch ein anderes Format? Nochmal bitte? Hättest du auch Bock, nochmal woanders hinzugehen, egal wie das jetzt für dich ausging, diese Staffel? Das müssen wir ja nicht weiter organisieren. Voll. Also schon. Also ich würde, glaube ich, nicht nochmal in einem Dating-Format mitmachen. Aber ich, also tatsächlich, da hat mich meine Mom letztens dran erinnert, habe ich früher zu meiner Oma, lebt leider nicht mehr, aber habe ich früher immer gesagt, weil wir relativ früh oder ich relativ früh das Dschungelcamp geguckt habe, habe ich irgendwie immer gesagt, ich möchte dahin, ich möchte das ausprobieren, ich möchte Käfer essen, ich möchte das machen. Und jetzt, wo ich halt so weiß, was für ein Mensch ich bin, glaube ich, wäre ich der perfekte Streitschlichter da drin. Der perfekte Ruhepol, weil das war ich im Haus für alle, für Markus vor allem. Ich war der Hobbypsychologe, wobei ich mir das niemals aneignen würde. Ne? Da gehört viel, viel mehr zu, da gehört ein krasses Studium zu und so. Aber ich bin für ganz viele der Kleber in der Gruppe und also auch außerhalb von Prince Charming und die Schulter. Und ich glaube, das wäre meine Rolle auch dort oder meine Aufgabe dort. Und ja, ansonsten hätte ich voll Bock auf Skate Fever. Als ich das gesehen habe letztes Mal, also ich bin im Bekanntenkreis mit Tobi Wegener, Freund, das ist ein sehr guter Freund von der Mutter meiner Nichte und kommt ja aus dem Fellbad, das ganze Gesocks, ich ja auch. Und als ich erfahren habe, von Skate hier erfahren habe, hätte ich voll Bock drauf. Vielleicht Manfred ist ja aktuell da
Oder ja. Let's Dance, so Sachen, ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Tänzer. So Sachen halt einfach, ne? Ich merke, da gibt's vieles, wo du teilnehmen könntest, wo wir dich nochmal ja. sehen können. Ach, ja, so Love Island Gay, das wäre auch lustig, ne? Wenn das irgendwann mal kommt, oder das Temptation, das die Queere. Dating. Ja, das stimmt, aber das wäre halt nochmal alle aufeinander, ne? So richtig Swinger-mäßig. Also wenn es auf mich zukommt, mega cool, aber ja. Nicht auf Krampf. Ich würde jetzt nie irgendwo hinter, ich würde jetzt auf jeden Fall nie irgendjemand anschreiben, hey, holt mich da rein, obwohl. Kann nicht schaden. Vielleicht guckt da jetzt auch jemand zu, der da ein bisschen was mitzureden hat. Du denkst dich, okay, zweite Staffel Skate Fever, laden wir Joel ein. Oder denkst dich, zu gut, braucht keine Konkurrenz mehr, können wir nicht einladen. Nein. Ich bin voll schlecht. Was ich auch lustig wäre, was ich auch richtig lustig fände, so eine Nebenrolle, weil es ja hier offiziell ein Essensspiel, aber woanders gedreht wird, so alles, was zählt. So ein süßer Kioskbesitzer. Hättest du denn sowas? Oder so ein Handwerker-Assi. Da braucht man wahrscheinlich auch nicht viel für, oder? Da kannst du doch einfach mal ganz trockene Bewerbung raussenden. Weiß ich nicht. Oder sind das alles? Das einfach so kann. Oh, Martin. Ich glaube, so mit meinem Kenntnisstand jetzt, was die Schauspielerei angeht, könnte ich eher bei Köln 50667 anfangen, so von der Straße gecastete Menschen. Nein, Spaß. Der letzte Bachelor spielt jetzt bei Rote Rosen mit. Wirklich? Ja. Was? Welcher? Oh. Dominik? Ja. Kann mir gar nicht vorstellen. Also ich würde die Bewerbung rausschicken. Mach was fertig. Ja. Die Rosen kennt er sich halt aus, ne? Ja. Eben, die haben sich gedacht, wer soll es besser machen als er? Ja. Lass mal den nehmen. So. Ja, ich meine, Janine kommt da auch, glaube ich, von, ne? Von Köln. Und Paulina? Paulina, war die nicht auch irgendwo? Ja. Hat auch irgendwo mitgespielt, glaub, so Nebenrollen. Beides. Achso. Ja, kann sie auch gleich beides machen. Hat ja auch alles Zeit, drängt ja nichts. Nein. Noch haben Nein. wir möglicherweise einige Momente mit dir zu sehen. Also mindestens Richtig. Eine Folge gibt's noch. Da können wir, das können wir schon mal bestätigen. Und ansonsten hast du alle unsere Fragen ja. toll beantwortet. Wir möchten uns schon mal bei dir bedanken, dass du uns so einen kleinen Einblick in deine Welt und deine Erfahrung gegeben hast. Wir sind gespannt, wow. Danke euch. Und wenn noch was ganz Krasses passieren sollte jetzt die nächsten Folgen, wo du involviert bist oder wo du was so zu sagen hast, dann würden wir uns freuen, wenn wir uns hier nochmal treffen oder bei Insta. Hey, keine Ahnung. Immer offen, auf jeden Fall, hit me up. Und wenn du mal in der Nähe hier bei Dresden bist? Ja, du darfst auch vorbeikommen. Ja, das ist auf jeden Fall, das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-List. Die Einladung habe ich ja schon von euch bekommen, auf jeden Fall. Gerne, freuen wir uns sehr. Auf jeden Fall. Mhm. Dann wünschen wir dir einfach noch einen schönen Tag, danken dir für deine Zeit und wir freuen uns auf alles, was wir jetzt noch von dir sehen werden. Yes, danke euch, dass ich dabei sein durfte. Martin, gleich so, tschüss. Martin will dich loswerden. Soll ich ihn rausschmeißen? Müssen wir dich auch wirklich. Gut, danke. Ja, okay.